Hallo, ich bin Joe und heute gebe ich euch wieder den Wir sprechen heute über das Filmjahr 1925. Da gab es zum Beispiel ein paar schöne Geburtstage. Dick Van Dyke, ein bekannter Schauspieler, B.B. King, ein Schauspieler und Musiker, Jack Lemmon, ein Schauspieler oder auch Paul Newman, auch ein bekannter Schauspieler. Aber es gab auch Filmgeburten in diesem Jahr. Denkwürdige Filme. Und da werdet ihr mir hoffentlich alle zustimmen. Goldrausch ist so einer. Denkwürdiger Film. Von und mit Charlie Chaplin. Dann gab es den Film Panzerkreuzer Potemkin. Potemkin ist eine russische Produktion. Ich kann kein Russisch. Und dieser Film wurde mehrmals zum besten Film aller Zeiten gekürt damals. Aber es ist halt ein Drama und da ich letzte Woche schon ein Drama behandelt habe, dachte ich mir, nein, den gucke ich mir heute nicht genauer an. Die Nummer 1, was Einspielergebnis angeht, ist Ben Hur, The Tale of the Christ. Damals gab es ja erst einen Filmpreis, den Photoplay Award, und den bekam in diesem Jahr die Nummer 2 nach Einspielergebnis, The Big Parade. Den zeige ich heute auch nicht. Gut, genug zu diesem Jahr im Allgemeinen. Wir beschäftigen uns heute mit dem 9. erfolgreichsten Film aus diesem Jahr, The Lost World. Zu Deutsch Die verlorene Welt. Der kam am 2. Februar raus und hatte eine Spiellänge von 104 Minuten, wurde aber kurz darauf gekürzt auf 55 Minuten mit der Begründung, wenn es denn eine vertonte Neuverfilmung geben sollte, soll dieser Film den neuen Film nicht überschatten. Man wollte den Film schlechter machen? Nein, no comment. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich kann noch einiges anderes zu diesem Film sagen. Zum Beispiel der Regisseur war Harry O. Hoyt. Die Produktionsgesellschaft war die First National Pictures und der Produzent war Earl Hudson. Dieser Fantasy-Abenteuerfilm hat eine FSK 6 Freigabe. Das Drehbuch stammt von Marion Fairfax, die hat als Vorlage den Roman von Sir Arthur Conan Doyle genommen, namens The Lost World, zu Deutsch bekannt als Die vergessene Welt, der Roman. Ich glaube, damit können wir mal fortschreiten zum Cast. Bessie Love gab Paula White, Louis Stone gab Sir John Roxton, Wallace Beery war Professor Challenger, Lloyd Hughes war Ed Malone, Arthur Hoyt war Professor Summerlee, Elmer Bennett war Gladys Hungerford und natürlich noch ein paar mehr. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gucken uns eine kleine Zusammenfassung an. Ich setze mich hin und erzähle. Ed Malone ist Redakteur beim London Record Journal und er ist verliebt in Gladys. Die will aber nur einen Abenteurer heiraten. Einer, der den Tod schon ins Gesicht gesehen hat und Mann der Tat und so weiter und so fort. Die hat da ziemlich genaue Vorstellungen. In der Redaktion wird über ein Thema diskutiert, was nicht so angenehm ist. Ein Professor Challenger droht mit einer Klage gegen das Journal, weil die einen kritischen Bericht verfasst haben zu seinen Ausführungen, dass er lebende Dinosaurier entdeckt haben will. Er kann aber nicht angeben, wo er genau die gefunden hat und die Fotokamera sei auf seiner Reise kaputt gegangen. Deswegen gibt es auch keine Fotos. Tja, deswegen geht er auch gerne mal auf Reporter los und das ist doch die Chance für unseren Ed, sich zu beweisen. Man gibt ihm also den Auftrag, sich in eine Vorlesung von diesem Professor Challenger einzuschleichen, als Reporter, und da Bericht dann zu erstatten. Vor der Vorlesung lernt Ed Malone den Sir John Roxton kennen. Er ist Großwildjäger und Forscher und er nimmt ihn mit rein. Bei dieser Vorlesung geht es eher weniger ums Überzeugen von der Geschichte, sondern ums Team zusammenstellen, um nochmal dahin zu reisen. In den Amazonas. Also, wer meldet sich freiwillig? Wir haben hier Professor Summerlee, der ein Insektenforscher ist und sich der Gruppe anschließt. Sir John Roxton kommt auch mit und Ed. Der meldet sich, aber als er sagt, dass er Reporter ist, wird er verjagt. Aber er lässt sich nicht abwimmeln, geht sogar zu dem Professor nach Hause und nach Kampf und Gerangel reden sie doch wieder wie erwachsene Menschen, vernünftige Menschen. Es kommt in dieser Gruppe Paula White hinzu. Ihr Vater Maple
ist seit der letzten Reise verschwunden. Er wird vermisst und sie möchte den suchen. Klar, Ed hat da die Idee, unser Journal, unsere Zeitung, die bezahlt eine Rettungsmission. Keine wissenschaftliche Mission, aber eine Rettung. Dafür will die Zeitung die Exklusivrechte an der Geschichte. Und Ed darf mit. Yay! Und damit ist die Reise von Prof. Challenger finanziert. Das ist gut. Als unser Team dann im Amazonas angekommen ist und dieses Plateau erreicht, am Fuß des Plateaus ein Basiscamp errichten, wo die Diener dann warten und da hochklettern, da sehen sie, der Maple hat einen Baum gefällt als Brücke, um rüberzukommen auf das Plateau, wo man eigentlich hin möchte. Aber der Baum ist weg. Zum Glück steht da noch einer. Also fällen sie den, um rüberzukommen. Und schon da sieht man, hey, ein fliegender Dino, ein Pterodactylus. Cool. Drüben angekommen ist da schon ein Brontosaurus. Das sind Pflanzenfresser, die müssen höchstens Angst haben, zerstampft zu werden. Aber der Bronti hat noch was anderes im Kopf, anscheinend. Er wirft nämlich den Baum runter. Die Brücke ist weg, sie sind gefangen. Was macht man in der Wildnis? Wenn es Abend wird, man macht ein Feuer. Und Paula denkt sich, wenn mein Vater das Feuer gesehen hätte, dann würde er ja jetzt hierher kommen. Der ist wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Am Tag darauf, da sehen sie verschiedene Dinos. Ein Allosaurus, Kampf, Triceratops mit Baby, Welpe, Kalb. Kalb klingt gar nicht so verkehrt. Bei so vielen Kämpfen und hin und her, da ist klar, man braucht ein sicheres Lager. Also klettert Ed mal auf den Baum und schaut sich um. Da wird er von einem Affenmenschen angegriffen. Menschenaffe, humanoides Wesen, das sich da entwickelt hat. Mit einem gezielten Schuss wird der Menschenaffe getroffen und Ed ist wieder in Sicherheit. Er war nicht umsonst dieser Gefahr ausgesetzt, denn er hat eine Höhle gesehen. Also gehen sie dahin. Die Höhle ist erhöht. Man braucht eine Holzstammleiter. Die bauen Fallen auf. Also soweit sind sie dann sicher. Unser Großwildjäger John, der geht mal auf Höhlenforschung und findet da Gebeine, die von Maple White, dem Vater von Paula, verifiziert durch die Uhr. Noch tiefer in der Höhle kommt er auf der anderen Seite der Felswand wieder raus und kann so Kontakt zu den Dienern im Basislager aufnehmen. Die haben die Idee, aus Hängematten eine Seilleiter zu bauen. Und sie finden, bis morgen kriegen wir das hin. John will Paula das von ihrem Vater sagen. Er ist übrigens verliebt in sie. Aber er findet sie in den Armen von Ed, denn die haben sich ineinander verliebt. Und da sie denken, sie sind abgeschnitten und werden nie mehr nach Hause kommen, denken sie, ja, wir können doch zusammen sein, auch wenn der Ed verlobt ist. Und John, naja, er geht leer aus, aber er bewahrt Haltung. Ihr Glück ist ihm wichtiger als seins. Das ist echt ein Ehrenmann. Er muss ja der Paula trotzdem sagen, dass er ihren Vater gefunden hat. Und auch da, er ist wirklich Gentleman und für sie da. Süß, stark. Auf dem Rand dieser Felswand, rund um dieses kleine Ökosystem, kämpfen ein Allosaurus und ein Brontosaurus. Und der Bronti, der fällt da runter, auf die andere Seite, raus in den Dschungel. Und er überlebt den Sturz, weil er in Treibsand landet. So ein bisschen Puffer. Wir kommen zum Filmende. Ein Vulkan bedroht, das ganze Plateau unter Lava zu begraben. Die Dinos flüchten in Panik, es fängt alles an zu brennen. Der Ed versucht, die Leute zusammenzutrommeln und in die Höhle zurückzubringen, damit sie dann bereit sind, wenn die Leiter fertig ist, damit die da rauskommen. Sie haben ein kleines Äffchen mitgenommen, das im Basislager geblieben ist, das heißt Jocko, und es mag Paula ganz, ganz doll. Und deswegen soll Paula das Äffchen rufen und das Äffchen bringt dann die Seilleiter hoch. An einer Schnur erstmal, weil die Seilleiter wäre ein bisschen schwer für so ein kleines Äffchen und das muss echt viel klettern. Aber somit haben sie dann die Seilleiter oben und sie klettern einer nach dem anderen runter. Erstmal Paula, Jocko hinterher, die Professorin, John und als letztes Ed. Als der an der Leiter hängt, kommt der angeschossene Affenmensch, Menschaffe oben hin und zieht die Leiter wieder hoch. Der will sich rächen, aber das Wesen wird von John erschossen
Und so kommt auch Ed in Freiheit. Und jetzt ist das Schöne, da draußen liegt ein Brontosaurus, ein Lebendiger, ein Beweis. Witzigerweise kommt genau da ein Beamter der brasilianischen Vermessungsbehörde vorbei und sichert die Unterstützung zu, dieses Tier da rauszuziehen erstmal und zu verschiffen nach London. Zwischen Ed und Paula geht der Plot auch weiter. Er möchte bei ihr bleiben, aber sie möchte keiner Frau den Mann ausspannen. Wir sind wieder in der normalen Welt, Ed. Du bist Gladys versprochen. Nope. Zurück in England erzählt schon der Professor Challenger vor großer Menge, dass er jetzt den Beweis dabei hat und der wird gerade abgeladen, kriegt aber dann von Ed Bescheid, dass der Brontosaurus beim Abladen abgehauen ist. Und der Bronti läuft jetzt quer durch London und verwüstet die Stadt. Die Polizei hat keine Chance gegen das Tier und das läuft da herum ohne Rücksicht auf Verluste, bis es zur Tower Bridge kommt. Als es die betritt, bricht die Brücke unter ihm zusammen und es schwimmt dann in der Themse davon. Aber die vielen, vielen Leute haben es gesehen, der Beweis war da. Professor Challenger ist nicht verrückt. Nach dem ersten Schock trifft Ed vor Ort auf Gladys. Und sie findet, ah ja, sorry, dass ich nicht auf dich gewartet habe, ich habe jetzt einen Buchhalter geheiratet. Das kommt Ed aber gar nicht ungelegen, denn Paula wartet auf ihn. Und sie können jetzt doch zusammen sein. Oh. Das ist doch ein schönes Ende. Wir haben Dinos gesehen. Wir haben einen Beweis gehabt. Er ist zwar davongeschwommen, aber wir hatten einen Beweis. Und die beiden Liebenden kommen doch noch zusammen. Wollen wir drüber reden? Okay. Ach ja, Dino-Film. Seither gab es natürlich verschiedene Dinos in Film und Fernsehen. Aber genau deswegen finde ich schön so zu sehen, wo das angefangen hat. Hier, The Lost World. Kommen wir jetzt zu den Details dieses Films. Zum Beispiel der Vorspann, den möchte ich hier mal erwähnen. Denn in diesem Vorspann gibt es verschiedene Tafeln mit Crew und Cast und das sind schon einige Leute. Aber damals war es wirklich gang und gäbe, im Vorspann die Credits zu zeigen. Das hat sich halt irgendwann schon geändert, dass das eher im Abspann kommt, weil man kann schon erwarten, dass das Publikum im Kino erstmal eine halbe Stunde Vorspann guckt, Credits guckt, bevor der Film anfängt. Nicht praktikabel, damals aber schon. Nach dem Vorspann gibt es noch eine kleine Ehrung von Sir Arthur Conan Doyle. Er wird da himself eingeblendet und ein Zitat von ihm. Ich habe meinen einfachen Plan ausgearbeitet, wie ich dem Jungen, der halb Mann ist, oder dem Mann, der halb Junge ist, eine Stunde Freude schenke. Er soll übrigens mal gesagt haben, dass Professor Challenger seine Lieblingsfigur ist, gar nicht mal Sherlock. Zur Darstellung im Film. Da gibt es eine Kleinigkeit, die will ich doch erwähnt haben. Es gibt einen schwarzen Diener in diesem Film, der Zambo, der wird von einem Weißen gespielt, Jules Cowles. Was für ein Name. Aber ja, wieder mal ein Beispiel von Blackfacing. Heute lässt man schwarze Figuren von schwarzen Schauspielern spielen. Ein anderes kleines Detail ist diese Weltkartenreise, als man sieht, wie sie eben zum Amazonas reisen. Ich habe leider keine klaren Informationen dazu gefunden, ob diese Darstellung vorher schon irgendwo vorkam, aber ich glaube nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, diese Weltkartenreise ist in diesem Film entstanden. Heute ist das doch eine klassische Darstellung von Reise. Was allerdings ganz klar etwas Neues war, in diesem Film wurde die Stop-Motion-Technik verfeinert und ausgearbeitet zu Model Animation. Das heißt, dass man im Grunde genommen mit Knete arbeitet. Man hat so etwas wie ein Metallgrundgerüst und packt da die Knete dran und formt dann das Wesen, das man dann haben möchte und kann das dann bewegen. Und damit kommen wir zum Stop-Motion. Man formt, man macht ein Foto. Man formt ein bisschen um und macht ein Foto. Formt noch ein bisschen um, macht ein Foto. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass ein Film normalerweise zwischen 25 und 50 Bildern pro Sekunde hat, sind das viele Bilder, die da geschossen werden müssen. Und in diesem Film kommen sehr viele Tricksequenzen vor. So viele Dino-Kämpfe und
wie sie fliehen und wie sie fressen und wie sie fliegen. Kein Wunder hatten die so ein großes Team im Vorspann, die da rumgeknetet haben. Diese Technik wurde übrigens von Willis O'Brien für diesen Film entwickelt. Großer Künstler hier. Mit Knete. Ich hätte gerne irgendwas in der Richtung hier für euch gemacht, aber ich habe keine Knete. Als letztes möchte ich an diesem Film noch etwas hervorheben. Er war visionär. Denn Wissenschaftler waren sich damals einig, dass gerade Herbivoren, also die Pflanzenfresser Dinos und vor allen Dingen Bronti, im Wasser gelebt haben, damit sie die Masse überhaupt tragen können und eher träge waren und so. Und der Film ging davon aus, dass die Landbewohner waren und aktiv waren, also viel näher am heutigen Wissensstand über Dinos. Macht das diesen Film jetzt auch ein bisschen zu Science Fiction? Ich glaube schon. Tja, zukunftsträchtige Abenteuer- und Fantasy-Filme. Gab's damals ab und an. Wenn's noch mehr Fantasy und Abenteuer sein darf, wie wär's mit einem Film zu Captain Nemos Geschichte? Ich habe da auch einen abenteuerlichen Clip dazu gemacht. Link in den Infos. So, dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch was und bye bye.